next rank, get it out the way. I went stupid dumb coming out the gate. Used to ride Dodger jumping out the Wraith. We all eating, that's a lot of place, yeah. We all eating, that's a lot of place. We all eating, that's a lot of place. Alright, 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 Leute. Einen wunderschönen guten Abend hier nochmal aus Ibiza, Leute. Ich muss jetzt einfach nochmal rüberrennen. Zum Sonnenuntergang, letzter Sonnenuntergang hier in Ibiza. Traumhaft schön gerade da hinten. Oh, Leute, geisteskrank. Geisteskrank. Ich habe es einfach so genossen in dieser Zeit. Und es war so einfach geil, hier auch diese Energie zu tanken, hier auch mit den anderen Führungskräften zu sein, von denen viel lernen zu können. Und im Endeffekt hier einfach auch geisteskrank zu hustlen. Auch einfach geisteskrank zu hustlen. Ja, weil das ist im Endeffekt das, was wir auf diesen Trips machen. Ja, wir sind da nicht irgendwie weniger am Hustlen, sondern wir hustlen eigentlich noch viel mehr als zu Hause. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Denn wir haben einen special, special, special Guest hier heute Abend auf diesem Call. Ja, er ist schon auf diesem Call. Und ich habe gerade auch schon das passende Lied angemacht, weil er ist ein Brand New Chairman 10. Ja, er ist Brand New Chairman 10, kommt aus Österreich, ist auch noch relativ jung. Und was mich so an ihm begeistert und was mich so an Summit begeistert, ist einfach, dass ich auch sein Journey miterlebt habe. Ja, ich kenne Summit leider nur sehr flüchtig, aber im Endeffekt kennen wir uns, sag ich mal, vom Sehen, vom Hören, ab und zu mal Hallo sagen. Ja, schon sehr lange. Ich weiß genau, was für einen Weg er durchgemacht hat. Ja, die letzten zweieinhalb, ich glaube, es ist auch fast bald 3 Jahre, die er den Weg gegangen ist, musste gleich selber sagen, ich glaube 2,5 so ungefähr auf jeden Fall, sind viele Ups und Downs gewesen, viele, viele, viele Herausforderungen im Leben gewesen. Und er hat auch einfach diese Ausstrahlung in sich immer drin gehabt und war vielmehr auch immer klar, never quit, ich ziehe das Ding durch bis zum Ende. Ja, bis zum Ende. Und er ist auch einfach ein geisteskranker Hustler, er ist auch ein Typ von Real Talk, der auch einfach Gas gibt, der ist ein Macher, ja, er steht wirklich für Walk It Like You Talk, wovon ich auch immer gerne rede, ja, und er setzt einfach um. In seinem Team haben die geisteskrankes Momentum. Er hat so vielen Menschen schon verholfen, wirklich, wirklich hier sehr, sehr, sehr gutes Geld zu verdienen, Menschen verholfen, ihre Jobs zu kündigen, ja, sie haben, ich glaube, 3, 4 Büros oder so alleine in deren Team, ja, die haben 3, 4 Büros aufgebaut, wo die sich regelmäßig treffen zum Hustlen. Es ist geisteskrank, ja, es ist wirklich so, in ihm schlägt das Unternehmerherz und ich weiß, auch das ist gerade erst am Anfang, aber ein Chairman 10 ist auf jeden Fall, wie Austin Woods immer sagt, der Tag, wonach du jeden Tag Geburtstag hast. Und Leute, deswegen macht mal bitte alle ganz, ganz fett Welle, dass Summit sich hier extra die Zeit genommen, dass er hier auf diesem Call ist und für uns jetzt geisteskranken Mehrwert droppt. Holt alle Stift und Block raus. Ich werde am PC hier jetzt gleich mitschreiben, mir Notizen machen. Ich bin happy und blessed, dankbar von dir zu lernen. Und Summit, ich hoffe, du kannst jetzt sprechen. Ich habe dich unmuted. Vielen, vielen Dank, dass du am Start bist. Let's freaking go. Let's get up. Kann mich hören? Yes, man kann ich hören. Perfekt, Leute. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Danke für das geile Edifying auf jeden Fall. Freut mich extrem, dass sehr viele Cams eingeschaltet sind. Weil ich komme manchmal in den Team-Calls rein und da ist die Cam einfach mal ausgeschaltet. So, und da fehlt einfach die Energie dann in diesem Team-Call. Aber ich finde es krass, so ein Call, wo die Cams eingeschaltet sind, ist auch ein Zeichen von Culture, dass das Culture wirklich in diesem Team gut ist und dass sich die Leute in diesem Team gut fühlen. So, wenn sich Leute hier zeigen, dann heißt es, hey, ich fühle mich gut und deswegen habe ich mein Cam eingeschaltet. Und die meisten Leute haben auch die Cams ausgeschaltet. Das war bei mir, bei meinem ersten Teamcall damals, als ich neu gestartet bin, habe ich mein Cam ausgeschaltet, weil ich im Bett war. Weil ich im Bett war und ich war halt in diesem Call nur am Start, weil ich wollte, dass meine Upline sieht, dass ich da am Start bin. Deswegen sei heute nicht hier am Start, damit nur deine Upline sieht, dass du am Start bist. Und sei hier nicht nur am Start, nur um am Start zu sein, okay? Sei nirgendwo am Start, nur um am Start zu sein, sondern sei am Start wirklich, um etwas zu lernen. Und schreibt das Ganze mit, weil ihr hört das Ganze, 95% der Informationen, die wir hören, gehen hier raus, hier rein, hier raus. Und diese Notizen, die du hast, das sind deine unausgezahlten Checks. Die werden sich vielleicht in 3 Monaten auszahlen, die werden sich vielleicht in 1 Jahr auszahlen, die werden sich vielleicht irgendwann einmal auszahlen. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich lese meine Notizbücher durch und es gibt Dinge, die ich durchlese, die ich vor 1 Jahr aufgeschrieben habe, die aber erst jetzt Sinn ergeben. Und man muss nicht alles sofort verstehen. Alles, was du hörst, so manche Dinge hörst du zum 10. Mal. Vielleicht hast du das, was ich dir sagen werde, auch zum 10. Mal angehört. Aber das wird Sinn ergeben. Das wird Sinn ergeben. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo du das Ganze brauchen wirst. So, und du hast die Entscheidung getroffen, du bist hier gestartet. Deswegen Glückwunsch. So, wer ist hier unter 1 Monat am Start? Wer ist hier unter 1 Monat am Start? Drop mal eins in den Chat.
unter einem Monat hier am Start oder unter 2 oder 3 Monaten geht auch. Unter 2 oder 3 Monaten. Sehr viele auf jeden Fall. Ich sehe sehr viele. Ja, das ist crazy. Das ist geil, Leute. So, ich meine, ihr habt die Entscheidung getroffen. Und das ist eine starke Entscheidung. So ein Business, ein eigenes Business zu starten, wirklich in die Selbstständigkeit reinzukommen. Es ist eine starke Entscheidung, aber der leichteste Weg da draußen, überhaupt ein eigenes Business aufzubauen, wo du jetzt die Kosten selber und so weiter nicht hast. Und diese stärksten Entscheidungen im Leben verlangen auch den stärksten Willen. Deswegen sollst du wirklich diese Hingabe entwickeln in diesem Business, diesen Willen entwickeln, dieses Verlangen entwickeln. Die meisten Menschen da draußen, also haben dieses Verlangen im Business nicht. So, bei mir war es damals in der Arbeit, so ich habe im Büro gearbeitet und mein Chef ist zu mir gekommen und meinte zu mir, hey Samet, sortier bitte die Rechnungen. So, mein Chef ist zu mir gekommen und hat gesagt, Samet, sortier bitte die Rechnungen. So, der hat von mir verlangt, dass ich die Rechnungen sortiere. Der hat sich das nicht gewünscht. Der hat ein Verlangen gehabt von mir. Aber die meisten Leute hier in dem Business haben Wünsche, obwohl es um ihre Ziele und Träume geht. Ich wünsche mir, ich werde Chairman. Ich hoffe, ich gehe Chairman. Ich hoffe, ich gehe Six Figures im Trading. Wieso verlangst du es nicht, wenn es dein Chef in der Arbeit vielleicht tut, von dir sogar? So, wenn es um deine Ziele und Träume geht, hab dieses Verlangen. Und du musst nicht auch an die Leute, die jetzt neu am Start sind. So, ich meine, zielt nicht unbedingt auf die großen Dinge. Versucht nicht am Anfang, die großen Dinge gut zu können. Weil wenn du keine außergewöhnlichen Dinge kannst, dann mach die kleinen Dinge außergewöhnlich gut. Das ist so einfach, Leute. Versuch nicht einfach, so die meisten Leute schauen einfach auf die Spitze des Berges, sehen den Chairman, aber fallen durch einen Stein runter, der vor ihren Füßen liegt. Weil sie einfach so fokussiert nach oben sind. Mach einfach die kleinen Dinge außergewöhnlich gut, die großen Dinge musst du nicht sehen können. Weil das macht die Arbeit. Damals, als ich startete, bin ich konnte nicht präsentieren. Ich konnte nicht präsentieren. So, und präsentieren ist etwas Neues, wenn man hier am Start ist, wenn man neu gestartet ist. So selber zu präsentieren, ist was Krasses. Also, ich denke schon. Und was habe ich gemacht? Ich habe die kleinen Dinge wie Edifying und Einladung einfach außergewöhnlich gut gemacht. Und deswegen in einer Woche Platinum 600 gemacht. In einer Woche P600 mit null Erfahrung. Leute direkt gestartet. Die Ablehner hat den Rest geklärt. Und genau so funktioniert das Ganze. So, und dieses Wissen, was du hier aneignest, es ist wichtig umzusetzen. Ich kenne sehr viele Leute, die lesen viel mehr Bücher als ich, schauen viel mehr Mentorship-Calls als ich, aber die haben nicht einmal ansatzweise die Ergebnisse, die ich habe oder die unser Team hat, die Team Alpha. Kann man mich hören, Leute? Perfekt. So, wieso? Weil wir einfach umsetzen. Die Umsetzung ist das Wichtigste. Etwas zu wissen, aber nicht umzusetzen, ist das Gleiche, als würdest du es nicht wissen. Etwas zu wissen, aber nicht umzusetzen, ist das Gleiche, als würdest du es nicht wissen. Also, everything you do is not for you. Das hat mir damals einer meiner Mentoren gesagt. Alles, was du heute aufschreibst, ist nicht für dich. Der Grund, wieso ich damals keine Mentorship-Calls geschaut habe, der Grund, wieso ich damals nicht Bücher gelesen habe oder Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, war der, weil ich dachte, das Ganze ist für mich. Also, ich habe mir nicht so einen großen Wert gegeben, dass ich mir sage, hey, Samet, da geht es um deine persönliche Entwicklung, deswegen lies diese Bücher, schau diese Mentorship-Calls an. Und deswegen habe ich das Ganze nicht so ernst genommen. Aber danach habe ich erfahren, dass das eigentlich für mein Team ist. Und dann habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen, diese Persönlichkeitsentwicklung zu machen, diese Produkte zu kennen von IAM. Ich kann dir nur eines sagen. Das, was du aufschreibst, das, was du mitnimmst, das, was du lernst, ist zu 70% für dein Team. Ich hoffe, das ist eine Motivation genug, ab heute mehr zu tun. Wenn du weißt, dass es für dein Team ist. Weil das war, ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich diese Dinge nicht getan habe. Und als ich auch neu gestartet bin, es hat geheißen, ich soll heute mehr auf meine Story eingehen, lernen, hat mir gesagt, ich soll viel mehr auf meine Story eingehen, wie ich gestartet bin und so weiter. So, und deswegen gehe ich auf diese Zeit zurück. So, ich habe, als ich neu gestartet bin, ich habe auch sehr viele Neins kassiert. Aber mir war das scheißegal, weil ich kann dir nur eines sagen, das, was mich und dich unterscheidet, sind 3 Punkte. So, der erste Punkt, weil ich mehr Neins kassiert habe als wie du. Der zweite Punkt, weil bei mir mehr Leute im Team aufgehört haben als wie bei dir. Und der dritte Punkt, weil ich länger am Start bin. Diese 3 Punkte, nicht mehr oder nicht weniger. Und einer meiner Mentoren hat mir damals gesagt, hey Samet, die Quote ist wichtig. Es ist nicht wichtig, ob du Ja oder Nein kassierst. Es ist wichtig, dass du einfach jeden Tag 10 Leuten diese Möglichkeit zeigst. Deswegen so, wenn ich
8 Leute das Ganze gezeigt habe und die 8. Person Nein gesagt hat, ich habe mich bei der Person bedankt und gesagt, hey, danke für deine Meinung, danke für deine Zeit. Und ja, und die Person hat mich öfters gefragt, hey, so, wieso sagst du danke? Ich bin gar nicht gestartet. Ja, Bro, die nächsten 2 Leute werden starten. So, mir war wichtig, dass ich die Quote habe. Jeden Tag 10 Leute. Und ich kann dir nur eines sagen. Lass niemals den ersten Nein in deinem Business entscheiden, wo du in 3 Jahren stehen wirst. So, die meisten Leute hören den ersten Nein oder die ersten Neins und lassen diese ersten Neins das entscheiden, wo sie in 3 Jahren stehen werden. Und das ist nicht cool, Leute. Weil keiner wird sich daran erinnern, wo du angefangen hast. Wer kann sich an die Leute, die hier seit einem Jahr am Start sind, wer kann sich an den ersten Nein erinnern? Also ich nicht. Also ich kann an den ersten Nein von mir nicht erinnern. Vielleicht die Mehrheit auch nicht. So, Lerner macht auch Nein, sagt auch Nein. So, man kann sich an das nicht erinnern. Keiner wird sich daran erinnern, wie und wo du gestartet bist, sondern wo du enden wirst. Deswegen kreier diese Legacy, kreier diese Vision. Hab dieses Confidence. So, du musst jetzt schon wissen, ich habe damals schon gewusst, wo wir als Team Alpha stehen werden. Diese Büros und so weiter, das war die Vision vor 2 Jahren. Wisst ihr, so was jetzt zur Realität gekommen ist, was jetzt die Realität geworden ist. Und genau das ist das. Und das haben wir genau gewusst. Wir haben vor 2 Jahren gewusst, dass wir in 2 Jahren hier stehen werden. Und ich kann dir nur eines sagen. Wenn du nicht weißt, wo du in 2 Jahren stehen wirst, dann stehst du jetzt schon dort. Also der aktuelle Punkt, wo du jetzt stehst, ist der Punkt, wo du in 2 Jahren stehen wirst. Deswegen kreier diese Vision. Und ich wurde auch für meine Vision öfters ausgelacht. So, wer wurde hier ausgelacht? So, ich meine, ja, jeder, fast jeder, glaube ich, schätze ich mal. Ich hoffe mal, nein. Sehr viele Leute wurden ausgelacht. So, über mich wurden Hate-Kampagnen erstellt, Snapchat-Gruppen, wo ich reingepostet, also sehr krasse Sachen wurden bei mir damals, passiert. Aber mich hat es nicht gejuckt. So, und ich kann dir nur auch eines sagen, weil wenn es in 2 Jahren keine Rolle spielen wird, dann verschwende keine 2 Minuten damit, um dich aufzuregen. Stell dir jedes Mal diese Frage, wird es in 2 Jahren eine Rolle spielen? Wenn die Antwort nein ist, dann weg damit. Einfach nicht aufregen, einfach weitermachen. Und genau das ist das. Und wenn manchmal, so manche Leute kommen jetzt zu mir und sagen, hey Samet, krasse Entwicklung mit Team Alpha, was ist eure Vision für die nächsten 2 Jahre? Das wollen sehr viele Leute hören. So auch, also meistens die Leute, die nicht am Start sind. Auch meine alten Freunde, die nicht am Start sind. Und ich sage öfters denen, hey Bro, ich kann dir das nicht erzählen. Und die Person fragt mich immer, wieso? Wieso kannst du mir das nicht erzählen? Und das, was ich dann darauf sage, ist, hey Bro, wenn ich es dir erzählen würde, du würdest es nicht verstehen, du würdest es nicht glauben. Meine Vision würde dir Angst einjagen. Und genau das ist es bei meisten Leuten. Also wenn Leute auslachen, wenn Leute haten oder sonst noch sagen oder sagen, hey, du kannst das nicht oder ja, träum mal weiter, dann ist es nur deswegen, weil es in deren Realität das Ganze, dass sowas nicht zustande kommen kann. Aber es ist wichtig, was in deiner Realität passieren kann. Deswegen schau, dass du wirklich diese Vision kreierst und diese Verantwortung übernimmst. Erwarte nicht, dass dich Gott mit etwas segnet, wo du nicht bereit bist, die Verantwortung darüber zu übernehmen. Also Gott wird dir nur etwas geben, wo du auch bereit bist, die Verantwortung darüber zu tragen. Und das kann ich dir 100% sagen. Und build the stage before the fans arrive. Das hat mir einer meiner Mentoren damals gesagt. Damit bereite dich jetzt schon auf das Momentum von morgen vor. Damit bereite dich jetzt schon auf den Rank von morgen vor. Und ich kann dir nur eines sagen. So, wenn du aktuell Platinum 1000 bist oder Platinum 600 am besten. So, Platinum 600 ist der Rank, was ich sehr wichtig finde. So, Platinum, wenn du Platinum 600 bist und Platinum 1000 kommen willst, wirklich dein mehr Menschenleben verändern willst. Diesen Rank wirst du erst dann erreichen, wenn du die Rückschläge auch von Platinum 1000 einstecken kannst. Also du wirst erst einen Rank erreichen, wenn du auch bereit bist, von diesem Rank diese Rückschläge zu kassieren, also einzukassieren, ganz offen ehrlich gesagt. Davor nicht. So, und das war halt auch der Grund, wieso die meisten Leute an demselben Punkt sind. Weil sie einfach noch nicht bereit sind, die Verantwortung über die Rückschläge zu übernehmen. Auch über die Rückschläge. Genau das ist das. Deswegen entwickle dieses Confidence. So, habt ihr sehr viele Leute gesehen, die seit 3 Monaten am Start sind, Leute. Habt dieses Confidence. Und dieses Confidence kommt durch Competence. Also durch Kompetenz.
Also dieses Selbstbewusstsein kommt durch Kompetenz. Und was ist Kompetenz? Kompetenz ist, dass du Wissen hast über dein Business. Dass du alles über dein Business weißt. So, dass du weißt, wie viel Volumen man für Platinum 600 braucht. Wie viel Volumen man für Platinum 1000. Was ist die Aufteilung von diesen Volumen? Dass du alles über dein Business kennst. Und dann wirst du auch diesen Confidence haben. Und dann wird es dich auch nicht jucken, wenn du Neins kassierst. So. Weil so die richtige Information gehört auch zu der richtigen Person. Also wenn du die Information gibst und ein Nein kassierst, dann höchstwahrscheinlich aus diesem Grund, weil die Person nicht die richtige Person war. Aber du hast die richtige Information gegeben. Und fang an zu verzichten. Das geht auch an die Leute, die neu gestartet sind. Fang an zu verzichten. So, diesen Satz kennt jeder. If you don't sacrifice what you love will be the sacrifice. Wenn du nicht jetzt auf das verzichtest, was du liebst, wird später das dein Verzicht sein. So, wenn du jetzt nicht so ein bisschen auf Familie verzichtest, ein bisschen auf Freund verzichtest oder Freundin oder Mama, Papa oder Großeltern verzichtest, dann wird das später dein Verzicht sein. Klingt schon hart, ne? So, manchmal, wenn ich das zu Partnern sage, dann fühlen sie sich angegriffen und sagen, hey, so, ich merke, dass sie das Gefühl haben, dass ich mich zu krass in deren Leben einmische. Das ist niemals mein Ziel. Solche Dinge sage ich nur zu Leuten, die etwas Großes erreichen wollen. Und das Problem dabei ist, die meisten Menschen hier in dem Business lieben es zu hören, was man durch diese Möglichkeit erreichen kann, aber hassen es zu hören, was der Preis dafür ist. Und das ist dieser Sacrifice. Deswegen, wenn du die großen Dinge erreichen willst, dann sei bereit, dass du auch solche Dinge hörst. Weil das passt nicht zusammen so. Ich meine, wie soll ich das erklären? So, das ist das Gleiche wie als, so kennt ihr die Prospects, die sind skeptisch und broke gleichzeitig? So, die Leute, die haben kein Geld, aber sind skeptisch gleichzeitig. Kennt ihr die? Das passt einfach nicht zusammen. Man kann nicht broke und skeptisch gleichzeitig sein. Das geht nicht. So, und das ist das Gleiche in dem Business. Du kannst nicht die großen Dinge verlangen, wenn du nicht auf sowas verzichtest. So, wie kannst du, Leute kommen zu mir und sagen, hey, warum ist meine Mama? Und ich sage ihm, hey, komm zu Event, Bro, wir haben ein Büro-Event. Ja, wir lernen exakt, wir haben Büros und machen Events dort. So, wir haben ein Büro-Event, komm da vorbei. Ja, ich gehe mit Familie essen. Hey, Digga, ich dachte, deine Familie ist dein Warum. So, wie kannst du dich von deinem Warum aufhalten lassen? Wie geht das? Das geht gar nicht, das passt einfach nicht. Das ist das Gleiche wie broke und skeptisch gleichzeitig zu sein. Und das ist das Gleiche, Leute, und das ist halt wichtig. So, und stell dir diese Frage. Ist das dein Why oder ist das dein Lie? Ist das dein Warum oder ist das nur eine Lüge, was du herausgefunden hast für dich in dem Business? Weil dieses Business, das wird dich, also wenn du, also wie soll ich das sagen, entweder exposen oder promoten. Dieses Business wird dich entweder exposen oder promoten. So, entweder so, du bist die Person, die wirklich auch die Dinge erreicht, die er oder sie gesagt hat, oder die Person, die zuschaut, wenn Leute die Ranks crushen. Und ich kann dir nur eines sagen. Das kann jeder. Ich habe letztens meinen P150 Shoutout gesehen. Man ist auch in der Platinum 600 Gruppe. So ein Spiegelfoto. So wirklich damals mit 18. Und ja, so. Und da ist wirklich alles so wie ein Filmschnitt vor meine Augen gegangen. Und ich habe mir da gedacht, okay, so, ich konnte gar nicht daran glauben, dass sowas passieren kann, dass wir als Team Alpha 1000 Leute haben werden. So 1000 Mitglieder, sage ich, 1000 Families einfach im Team Alpha. So, das konnte ich mir niemals vorstellen. Sowas war unmöglich für mich. Unmöglich. So am Anfang, so Büros und so weiter, das war klar. Aber so, dass wir so in 2 Jahren 1000 Leute erreichen werden im Team Alpha, das dachte ich mir nicht. Da bin ich ehrlich. Und erst jetzt fühle ich mich so wirklich, ich fühle mich schlecht, weil ich einfach nicht groß genug gezielt habe. So, die meisten Leute überschätzen, was sie in einem Monat in diesem Business erreichen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Und das war bei mir. Ich habe zwar überschätzt, was ich in 2-3 Monaten erreichen kann, aber unterschätzt, was ich in 2 Jahren erreichen kann. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und ja, Leute. So, und auch an die neuen Leute, die neu gestartet sind. Also bei jedem Teamcall, auf den ich speake, lege ich sehr viel Wert an die Leute, die neu gestartet sind.
Und deswegen spreche ich auch diese Leute sehr viel an, weil das sind die nächsten Chairmans, also sowieso jeder hier. Aber das sind Leute, die eine Entscheidung getroffen haben, die eine neue Entscheidung getroffen haben. Und wie gesagt, die stärksten Entscheidungen verlangen auch diesen stärksten Willen. Und es gibt sehr viele Leute, die hier starten und nach einem Monat kommen und sagen, hey Bro, ich bin down. Kennt ihr die Leute? Wer war letzte Zeit down? Seid mal ehrlich, wer war in letzter Zeit down? Keiner. Oder einer, zwei. Gehört dazu. 3, 4, 5. Waren ein paar Leute, die down sind. So. Und es gibt Leute, die starten neu und sind im ersten Monat down. Das ist aber was anderes. Und diese Leute kommen zu mir und sagen manchmal, hey Samet, ich bin down. Und meine Antwort darauf ist, hey, du kannst gar nicht down sein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und die Frage, die ich dann bekomme, ist, hey, so, wieso kann ich nicht down sein? Ganz einfach, weil du niemals einen Up hattest. Damit du down bist, musst du einen Up haben. Das geht nicht. So, das passt nicht. Oder eine Person, die hier neu startet. So, es gibt Leute, die machen ja Geld-Zurück-Garantie in der ersten Woche. So, solche Leute gibt es, kann man nicht machen. So, und ja, manche Leute kommen zu mir, ja, Bro, das ist doch nichts für mich, Academy zu lange, ja, ich will aufhören. Ich will Geld-Zurück-Garantie. Ich will aufhören. Und das, was ich öfters sage, ist, hey, du kannst nicht aufhören. So, du kannst gar nicht aufhören. Dann bekommen diese Leute direkt mal Angst. So, hey, wieso? Ich dachte, ich habe 7 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja, die hast du, aber bezahlen bedeutet nicht starten. So, du bist gar nicht gestartet. So, geht gar nicht. Deswegen frag dich mal, wenn du unter einem Monat am Start bist, bist du wirklich gestartet? Bist du wirklich gestartet? Und an die ganz Neuen hier, ich habe eine Frage für euch. Wollt ihr das Business starten oder wollt ihr launchen? Weil da ist ein Riesenunterschied. Starten ist ganz was Chilliges. Launchen ist, let's go. An die Neuen, die vor vielleicht 2, 3 Tagen gestartet sind, launch das Ganze. Ihr seid nicht gestartet. Ihr launcht gerade euer Business. Ihr launcht es gerade. Und jetzt ist gerade Momentumphase. Jetzt ist gerade Momentumphase. Die Frage ist, ist das Momentum auch bei dir? Momentum gibt es überall. Die Frage ist, ob es bei dir ist. Bei uns richtig krass. Heute noch ein P1K rausgeballert in Bielefeld. Vor 2 Wochen 2 P2Ks. Jetzt kommt ein neuer P5 und so weiter. Also das Ganze kommt. Die Frage ist, ob es bei dir kommt. Und ob du aktuell Momentum hast. Und ich kann dir nur eines empfehlen. So manche Leute unterscheiden Momentum mit Hype. So, du wirst am Ende dieses, Ende einer Momentumphase, wirst du erst merken, ob das ein Momentum oder ob es ein Hype war. Das, was ich dir empfehlen würde. Ich bin mir sicher, ihr habt ein fertiges System, weil ich kenne Lerner. Ich kenne David. Ihr habt 100% ein fertiges System, was sehr duplizierbar ist. So, wenn du dieses System verfolgst, wenn du einfach das tust, was Lerner sagt, was Finn sagt und so weiter. Die 2 kenne ich aktuell so. Den Rest muss ich noch kennenlernen. Aber so, da, wenn du das tust, was David sagt oder was Robin sagt, ich kann dir 100% wirklich sagen, dass das Ganze kein Hype sein wird, sondern Momentum sein wird. Deswegen benutzt das System. Und schraub dein Ego runter. Schraub wirklich dein Ego runter. Egal was. Weil einer meiner Mentoren hat mir damals gesagt, ganz ein einfacher Satz. Samet, Ego ist Business Killer. So ein einfacher Satz hat bei mir Klickmoment verursacht. Ich weiß nicht wie, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich erkannt, dass Ego wirklich schlimm für mein Business ist. Deswegen schraub dein Ego runter. Sei teachable. Sei einfach teachable und setz die Dinge um. Einer meiner Mentoren wiederum, ich rede ganz Zeit von meinen Mentoren. Wieso? Weil ich habe diese Leute studiert. Manche Leute studieren Mathematik. Ich habe meine Mentoren studiert. So, und genau das ist halt der Punkt. Und ich kann euch nur eines sagen, so, einer meiner Mentoren hat mir damals gesagt, Samet, Eigenreflexion ist der erste Schritt zur Weisheit. Dass du wirklich dich umdrehst und dich mal von einer 3D, beziehungsweise von der 4. Dimension dich betrachtest, weil wir leben in einer dreidimensionalen Welt. So, und geh raus aus diesen 3. Dimension und betrachte dich selbst. Bist du der Leader, den du unbedingt in deinem Team haben willst? Bist du der Leader, den du in deinem Team haben willst? Überleg dir den perfekten Leader. Was sind seine Eigenschaften? Was sollen seine Eigenschaften sein? Dass die Leute fangen an zu zählen.
So, er soll selbstbewusst sein, Eigeninitiative, bla 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 bla. Sei du genau die Person, Digga. So, sei du genau diese Person. Sei du genau diese Person. Erwarte nicht, dass von deinem Team sei du diese Person. Weil wir Leader, wir Menschen, wir Menschenwesen sind professionell dabei, unsere Fehler zu verstecken. Also wir sind Profis dabei, unsere Fehler zu verstecken. Es fängt bei P150, P600 schon an. Und das würde ich dir empfehlen, dass du das in der Zukunft nicht tust. Eigenreflexion ist der erste Schritt zur Weisheit. Vergiss das nicht. Und lüg dich selbst nicht an. Was machst du hinter geschlossenen Türen? So, die meisten Menschen lügen sich selbst an, aber denken, sie sind ehrlich zu mir. Hä? So, wie soll das funktionieren? So, die lügen sich selbst an und denken, sie sind ehrlich zu mir. Und deswegen schraub wirklich dieses Ego runter und sei teachable. Weil ich kann dir nur eines sagen. Nur wenige Leute wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. So, egal wie viel du machst, egal was du machst, es gibt immer eine Person, die tut mehr. Die weiß mehr. Ich wiederhole es. Nur wenige Leute wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Ich wiederhole es nochmal. Weil beim dritten Mal habe ich es verstanden. Nur wenige Leute wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Egal, was du machst, egal, wie viel du machst, es gibt eine Person, die macht mehr. Und du musst diese Person nur kennenlernen, weil du kennst nur deine Messlatte. Deswegen arbeite enge mit deiner Upline zusammen und du wirst sehen, diese Person macht mehr wie du. Das war auf jeden Fall mein Part, Leute. Ich muss jetzt in einer Minute zum nächsten Teamcall von Nick Berg. Und hat mich auf jeden Fall gefreut. Sehr geiles Team allgemein. Chat ist immer am Explodieren. War eine Ehre für mich, hier zu speaken. Leander, Bro, wir müssen uns öfters connecten. Können wir auch gerne schreiben. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich gebe das Wort an Leander weiter. Und ich muss zum nächsten Call. Let's go. Safe. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Leute, droppt da ordentlich was in den Chat rein für Summit. Ordentlich Liebe in den Chat. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Ja, aktuell vor allem gerade ein sehr gefragter Mann. Ja, wie ihr gerade seht, muss jetzt von Teamcall zu Teamcall springen. Weil halt viele ihn einfach fragen, hey Summit, erzähl von deiner Story, hey Summit, wie sah das bei dir aus? Und es waren geisteskranke Nuggets, die er hier uns mitgegeben hat. Und ich möchte diesen Teamcall auch gar nicht viel zu lange mehr ziehen, weil meine Notizen haben gebrannt, ich kam gar nicht so schnell hinterher. Ich habe hier die ganze Zeit mit der Tastatur hier auf meinem Schoß getippt, 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 getippt. Ja, meine Notizen sind so voll, ich muss die jetzt erstmal verarbeiten. Ich muss da jetzt erstmal Step by Step durchgehen, mir das genau anschauen und einfach das auch reflektieren und genau schauen, okay, was kann ich jetzt wie anwenden? Womit kann ich jetzt in die Anwendung auch wirklich gehen? Ja, was war vielleicht bei mir ein Klickmoment, das Ganze mal zu reflektieren? Und ich kann jeden Einzelnen empfehlen, genau das Gleiche zu machen. Und ich würde sagen, Leute, war ein geiler Call, war ein kurzer, knackiger Call. Geisteskrank, einfach auch diese Chairman-Energie zu spüren. Und Leute, in 2 Jahren von 0 auf 1.000 Leute. Ja, er hätte es selber niemals gedacht. Ja, der erste Shoutout war einfach ein Spiegelshoutout. Wenn einer von euch ein einigermaßen professionelles Instagram-Bild hat, dann war er besser aufgestellt als er. Hatte wahrscheinlich mehr an sich geglaubt als er. So, es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank, was alles möglich ist, wenn man einfach mal anfängt zu handeln, wenn man einfach mal anfängt zu tun. Und deswegen, Leute, ich würde sagen, lasst uns Gas geben. Let's get it. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. We just hit chairman again, leveling up, becoming a trend. So much money that I have not spent. I never be worried about that rent. Yeah, hit the next rank, get it out the way. I went stupid, dumb, coming out the gate. Used to ride, dodge, jumping out the rave.